priestess. Yes, Miss Mary Poyle. Why do you think they're talking to a god? Aren't we good enough for the absolute? Können wir die vielleicht töten oder dafür auch? Ganz schön duster hier, Alter. Oi, come here. I ain't waiting around. Ready to clear your head. Nein, Spaß. Whatever the absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Irgendwie glaube ich ihr das nicht. Glaubst du, sie merken das nicht? Merken sie nicht. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Vor dem Gespräch. Ich kann auch weggehen drücken und wir können nochmal speichern. Alles außer weggehen, Dicker. Ich will nicht, dass die Olle mich hier entstellt oder so. Wer weiß, was die macht, Alter. Reißt mir die Gebärmutter raus oder so eine Scheiße. Okay, die Mehrheit hat entschieden. The absolute will protect me. You don't stand a chance. Okay, soll ich erstmal angreifen? Warte, erstmal. Natürlich erstmal das. Bleib dir erstmal richtig schön mit voller Wucht an, Freunde. Warte kurz. Ich glaube, wir müssen sie gleich komplett ausnocken. Darf ich als erstes angreifen? Weil ich habe noch einen Vorteil gegen die. Mach. 40. Bist du da hinten? Nice. Kannst du mal weggehen und usen kann von hinten? Oh. Nee, ich weggehen rumlaufen? Kann ich nicht. Ich kann nicht weggehen. Aber ich könnte um sie rumlaufen, also ich könnte sie von hinten angreifen. Bringt das bei der überhaupt was? Ich wollte gerade Zustand, ging gar nichts mehr. Zustand bedroht. Resistenzen hat sie keinen. Wichtige Merkmale. Dunkelsicht. Schutz vor. Okay. Sie ist halt Magierin, ne? Oh, sie hat eine hohe Weisheit auf jeden Fall, ja. Ja, ist halt die Frage, was ich da machen kann. Gehst du vielleicht mit dem Bogen drauf? Aber mit dem Bogen mache ich nur Zauber drauf. Ja, mach einen Zauber drauf da. Ja, aber die flammenden Hände kann ich halt nicht nehmen, weil die machen hoch so einen Strahl. Wir stehen alle um sie rum. Dann mach doch einfach dein Feuerpfeil. Kannst du diesen Blitz nicht einfach machen? Oder den Blitz, genau. Ich stehe doch genau vor ihr. Okay, die hat ein Schild. Sie hat ein Schild. Aber ich scheiß drauf. Cool. Jetzt greift sie dich an, weil du weggehen bist. Komm ich hier noch irgendwo nach oben? Nee, ne? Ich mache ja mehr Schaden, wenn ich an erhöhten Positionen stehe. Aber das wird hier nichts. Sie hat dich eingeschläfert. Völlig in Ordnung. Und sie hat sich geheilt. Oh, jetzt kommen welche. Oh ja, jetzt kommen sie. Aber die sind nicht stark. Die sind nicht stark, die schaffen wir. Wir müssen erstmal die hier fertig machen, würde ich sagen. Ja, hau erstmal auf die. Ja, mach erstmal die Olle. Mach erstmal die Olle fertig da. Ich kann gerade gar nichts machen. Ich würde hier so gerne eine Fettfalle vorne hinlegen. Ich muss unbedingt aufstehen. Oder David, nimm dir. Habe ich noch einen Fettfallen-Zauberspruch? Jusen kann sich doch dann einfach da hinstellen. Jusen kann sich dann hier in die Tür stellen einfach. Okay, dann ihr schafft es, dann stelle ich mich zur Tür. Nee, warte erstmal.
Erstmal muss ich die töten gleich. Bevor du dich bewegst, du machst erstmal gar nichts. Okay, okay. Erstmal sind die dran. Alter. Töte die jetzt erstmal. Zeig mal. Ist gut. Der Fall da. Okay. Die hat auch viele Sachen dabei. Pilar, kannst du mal gucken bei mir? Die hatte Amok viele Zaubersprüche und so, die kannst du mal rausnehmen, alle bei mir. Gut, jetzt renne ich mal zur Tür und greife den ersten an, ja? Schild ist doch gar nicht Kriegs. Die hat ein Kriegsschild, vielleicht kannst du das nehmen. Ist es okay, wenn ich das mache? Ja, renn zur Tür, genau. Wir stehen ja alle zusammen, ich könnte da einen Säurepfeil reinhauen. Wieso kann ich nicht weiterlaufen? Die Kette okay. Könntest du dir mal umhängen, Alex, die du hier unten bekommen hast. Kette? Ganz unten links. Ja, häng ich mal um. Kann ich nicht anlegen, wir sind im Kampf. Okay, aber groß Zaubersprüche habe ich jetzt nicht gefunden. Ja, es sah nur so aus, dann ist es in Ordnung. Gut, irgendwie muss ich wach werden, wie funktioniert das denn? Ich bin jetzt direkt an der Tür, also war vielleicht ungünstig von mir gewählt, aber zurücklaufen kann ich nicht. Ja, brauchst du doch nicht, so völlig in Ordnung. Perfekt. Du tankst sie da und dann. Kann mich einer vielleicht kurz mal nochmal heilen, sicherheitshalber? Wieso, du hast doch 25 Leben. Na, wenn die mich jetzt alle angreifen, könnte knappig werden. Und ich habe irgendwie so eine Schwäche drin. Keiner kann dir nicht helfen. Na, ich hoffe mal, dass ich dann demnächst aufwachen würde. Ich glaube, wir machen was zu dir. Ja. Wir müssen jetzt warten, was dann gleich mit Yuzen passiert und dann können wir erst. Gut. Erst überlegen, was wir dann machen. Ja, die Wichser haben mir vorne auf Säure hingemacht, Alter. Dann nee, kommt. Das war David. Die müssen ja, da ja durch. Ich würde ja auch, wenn du das gehalten kriegst und die näher kommen, wenn ich es halt schaffe, den Fleck halt hinmachen und den irgendwie entzünden. Das wäre schon wenn der Hammer. Vor mir wäre ich auf jeden Fall wegkicken können. So. Weil wenn wir dann alle Richtung Alex gehen, müssen sie rein und rumkommen. Und dann müssen die durchs Feuer gehen. Das wäre so meine Warum Idee. Warum hauen die jetzt ab? Wo wollen die hin? Ja. Nee, der geht nach oben. Der schießt da mit dem Bogen, oder? Nee, der kommt von hier hinten, glaube ich, von hinten rechts irgendwie, kann er irgendwie kommen. Aber das ist ja nicht schlimm, wir haben ja noch ein paar Züge. So. Jetzt muss Yuzen da eigentlich erstmal weglaufen. Oder wegspringen oder so. Ich will erstmal den Typen hier wegkillern. Ja, okay, dann hau den um, genau, und dann kannst du weglaufen. Weil dann bist du nicht in Reichweite. Ruf vom Aufstieg. Danke, David. Und jetzt komme ich zu Shaolin, oder was? Genau, jetzt kommst du da weg. Also zu Schachschalin oder was? Oder wo soll ich hinlaufen? Na, so, wo die dreckige Matratze liegt. Oder was das hier auf dem Boden ist. Wo der Kessel ist. Wo meinst du? Na, das, wo die Holzbank ist. Einfach ein Stück runter, Yuzen. Siehst da du doch, wenn du mit der Maus... Steht. Na, links von David. Dass du noch also recht mittig stehst. Hier oder was? Ja, ungefähr. Aber kannst doch gerne noch ein Stück zu mir kommen, wenn du kannst. Und dann dreh dich noch um. Genau. Super. So, Alex, was ist dein Plan? Mit dem Pfeil und Bogen da drauf schießen. Aber nicht dich daran als Yuzen, ne?
Okay, ich kann einen wahrscheinlich töten, ne? Weiß ich nicht, genau. Mal gucken. So. Durchbohrender Schuss. Alex? Ja. Was ist los? Ich kann halt so nichts tun. Ja, lass mich doch mal gucken, was ich hier machen kann. Ist ja meine Aussage. Ja, ich habe hier mehrere Ziele. Aber der hinterhältige Fernkampf an. Leider. Du kannst doch gerne bei mir nochmal bei den Zaubern reingucken. Du kannst ja auch Zauber wirken. Okay. Schön. Ich habe eben einen 7 Schaden gemacht. Mal gucken. Und ich kann gar nichts machen. Ja, das ist mal eine gute Frage. Ja, weil ich dich gerade erst wieder erweckt habe. Ich habe gerade eben noch gepennt. Kannst du vielleicht laufen? Kann ich, ja. Aber eine Aktion hast du nicht. Mhm. Ja, vielleicht gehst du hier nach hinten irgendwo. Dahin, ja, da, wo du standest, oder? Na, ich weiß nicht, wenn die hier rein hier laufen kommen. Quasi, wenn die jetzt hier rein hier laufen kommen, dass die dann dich quasi alle hier angreifen, wirst du? Du meinst der vielleicht, da so. Na, ich würde vielleicht eher nach hier hinten gehen. Weil wenn die jetzt hier rein hier laufen kommen, vor Usen, dann ja, aber kannst da stehe ich in der Sackgasse, ne? Ja, aber da, von da kommt doch keiner. Ja, aber auch wenn ich hier links an der Ecke stehe. Na, okay, ich gehe da nach da. Na, wenn du hier stehst, dann können die dich auch von hier angreifen. Und von hier drüben wahrscheinlich. Mhm. Wir gucken mal, was passiert. Der Bogenschütze ist dran, das ist ja auch ein Mensch, der hier oben rechts läuft. Nee, der da hinten steht. Das ist, ne? Ja, nichts gemacht. Ah, Fehlschlag. Doch, war ein Fehlschlag. Ja, der eine aber davor war ja noch Erna dran und die hat nichts gemacht, oder? Ja, ach doch, die ist von oben rechts nach oben. Oh, oh. Was, es läuft bis jetzt gar nicht so schlecht. Jo. Ich will nicht wissen, was der Trommelschlag macht. Na. David, oh, magst ja. du vielleicht deine komische Feuerkugel hier vorne zwischen die Tür legen? Ach scheiße, die laufen jetzt nach hinten, um den Trommelschlag zu machen, ne? Weiß jetzt nicht, ob wir jetzt aggressiver spielen sollten. Da kommen gleich ein paar, glaube ich, ja. Ja, wir können auch sehr viel passiv spielen. Der Weg nach hinten ist... Obwohl, hier geht's nicht rüber. Nee, wir sind in der Sackgasse. Wir sind in der Sackgasse, Leute. Was ist der Plan? Die Feuerkugel, damit vielleicht die Säure da vorne erstmal weggeht, oder? Weil sonst kann ich da erstmal nicht vorbeigehen. Die Säure sollte aber eigentlich nach zwei Zügen weggehen. Ne, nach einem Zug sogar. Ja, die ist halt noch da. Lass mich rum. Okay. Ja, wir müssen die da vorne erstmal wegbumsen. Sonst, David, warte mal. Ja, ich könnte sie eventuell mit einem Spell weghauen. Ich wäre sonst dicht dran gekommen, hätte da die Pfütze hingemacht und du hättest sie entzünden können, die Fettpfütze. Dann hätten wir sie alle vier. Ne, den Feuerball habe ich jetzt erstmal wieder rausgenommen, weil du den jetzt dann hast. Weißt du? Hm. Naja, okay, wäre halt cool gewesen, wenn du eine Feuerattacke auch gehabt hättest. Na, du wärst der Einzige gewesen, der sowas hätte auch entzünden können. Warte doch einfach erstmal, Jusen. Lass das, was die anderen beiden machen. Und ich würde erstmal Eis machen, wenn ich Glück habe, sind alle drei tot. Ja, okay, dann gucke ich halt, was da noch geht. Genau. Nice. Das war schon mal sehr gut. Einer ist dead. Der eine liegt. Darf ich nochmal, oder? Warum bin ich jetzt denn nicht im Vorteil gegen den?
Wir müssen halt auf jeden Fall rausgehen. Da geht nicht, vor uns ist Säure vor offen worden. Da kann man einen kleinen Wurf machen, Leute. Das ist jetzt nicht so, als wenn man da reintritt und man ist für immer vergiftet. Ich stand schon so oft in Säure oder man kriegt da jetzt so viel Schaden. Lauf einfach durch und klatsch die Leute um. Wir müssen den anderen hinterherlaufen, glaube ich. Denn wir haben hier hinten nur eine Sackgasse. So, wenn wir weiter nach vorne pushen und die nachkommen, können wir uns immer wenigstens noch ein Stück zurückziehen. Ja, das Vieh hat jetzt noch ein Leben. Also ich jetzt nahkampfmäßig hinrennen und den umhauen oder was? Der hat ein Leben, den kannst du auch mit Pfeil und Bogen abschießen, oder nicht? Ja. Ja, stimmt. Vielleicht sind wir dann erstmal aus dem Kampf raus, mal gucken. Ja. Nice. Wie gesagt, wir sind in einer Sackgasse, ne? Also ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wo wir hier rauskommen, außer da, wo wir rein sind. Oder doch, hier ist noch eine verschlossene Tür, vielleicht kann Alex sie knacken. Oh. Wir sind ja am Arsch der Welt. Ich musste die Kamera um 180 drehen. Ja, siehst du die? Ja, ja. Feuer, ja, ja, Vase. Ja. Ich geh mal hin. Das könnte ein Hinterausgang sein, weil sonst kommen wir hier nicht raus, wie ich sehe. Kannst probieren. Auf jeden Fall haben wir ja die Olle da erstmal getötet. Dadurch, dass ich ja jetzt mehr oder weniger einen Zug für Low hab. Leider nicht so weit laufen, dass ich ihn hätte treffen können, Alex, falls du dich gefragt hast. Mhm, alles gut. Warum ich das so gemacht habe? Jetzt kommen die wieder zurück, da die Typen. Das geht nicht. Ah, der hat nur noch ein Leben. Oh. Oh, okay, also wir können hier rausgehen auf jeden Fall. Also. Aber wollen wir noch trotzdem nicht knacken. Weiter kämpfen und versuchen, weil ich meine, hier liegt auch viel Stuff rum, ja. Oder wollen wir lieber abhauen? Im Notfall können wir abhauen, ne? Im Notfall können wir abhauen, ja. Tür ist ja offen. Ja. Okay, soll ich jetzt rüberrennen, einfach über die Säure und dann angreifen oder mit Pfeil und Bogen lieber? Ich kann auch ein Stück versuchen, zu euch rumzulaufen und da vorne, wo die Säure ist, noch einen Fettfilm hinmachen. Die kommen ja eh alle zu uns dann. Na, den einen kann ich ja schon mal weghauen. Ja. Den einen hau ich weg, dann habe ich schon mal einen Gegner weniger. Aber kannst du ja auch mit dem Bogen schießen, oder? Und ja, ja. Genau. Hau den einen weg. Nice. Da waren es nur noch drei. Und die haben auch nicht viel Leben, die Typen. Kriegen wir hin. Der Einzige, der Schaden gekriegt hat, ist der. Ja, wo sind die anderen beiden denn hingegangen? Die kommen da hinten jetzt so gerade angerannt. Aber die haben keine Glocke oder sowas gemacht, das hätten wir hören müssen, oder? Bis ja, jetzt noch einer Zeuge. Wir haben alle Zeugen getötet. Wenn die noch hochkommen und wir den Dude auch noch killen, ich glaube, dann sind wir sogar safe. Dann könnte auch sein, dass wir hier erstmal looten können und dann können wir nach hinten abhauen. Nach vorne natürlich ist blöd, weil dann werden sie uns bestimmt angreifen, weil das... Bin ich mir unsicher, ob wir die überzeugen könnten. Aber wie gesagt, sollen sie gerne kommen. Hier vorne ist eine riesen Fettpfütze. Können wir auf jeden Fall geregelt. Vielleicht kriegt einer noch den Führer hier vorne weg. Ich kann leider nichts, weil ich da durch die Tür gelaufen bin. Bin ich ein bisschen. Oder jemand macht den Ölfilm an. Ich glaube, dann könnte er auch sterben. Ja? Dann haben wir noch ein Problem. Dann versuche ich's, Diggi. Warte mal, ich muss mal die Kamera drehen. Nice. Ja, der hat auch nichts bekommen. Aber es sind nur noch drei, also die kriegen wir hin, ne? Typen. Und
vielleicht könnt ihr euch jetzt ein bisschen zurückziehen, dass sie hier hinlaufen müssen quasi. Dass sie euch nicht so unmittelbar sehen, also vielleicht so ein bisschen links und rechts davon aufstellen, wisst ihr so. Dann stelle ich mich mal hier hin, damit sie mich dann lieber anschießen als euch. Ja, aber du stehst auch direkt vor der Tür. Ich meinte so ein bisschen hier so, dass die halt auch da reinlaufen müssen. Ja, ich habe leider den Zug schon beendet, Alex. Sonst hätte ich noch weiter zu dir laufen können. Muss ich in der nächsten Runde machen. Ja, alles gut. Aber die Krabbe steht. Ja. Mal gucken. Und doch gerne ran. Am besten lauft noch rein. So dumm sind sie leider nicht. Macht der? Der heilt sich? Nee. Wird es jetzt echt noch 9 Runden lang ein Bogenduell, weil die sich nicht trauen, übers Feuer zu gehen? Anscheinend. Durch eine kleine, schmale Tür. Ach ja, Leute. Jetzt kommt gleich, glaube ich, nochmal eine Werbung. Ich muss die Scheiße unbedingt ausstellen. Na, jetzt kann ich ja eigentlich wieder rüber, oder? Jetzt guckt bei Schachschaulin zu. Und meine Angriffe sind auf jeden Fall, ja. Müsste mich da hinstellen, wo Yuzen steht oder du, damit ich was treffen kann. Kannst du hier gleich nochmal bewegen. Warte erstmal auf die Jungs machen. Nice, Yuzen. Hat nicht hier genügend Bewegungsrate? Ja, du musst erstmal nah ranrennen. Musst du dann weg, Yuzen, ein Stück? Nee, nee, geht leider nicht, aber okay. Ich konnte mich noch umdrehen. Okay. Das war mir nur wichtig. Kann ich nicht angreifen oder was? Haar auf das. Also, Bart haben. Als ob. Aber wie viel hat mein kritischer Treffer abgesungen? Hast du das gesehen, Peine? 10. Aber du bist ja kein Bogenschütze, du bist ja ein Nahkämpfer. 10 ist trotzdem gut. Ja, finde ich auch. Ja, ich kann nichts machen. Kannst du nur weglaufen? Nee, ich bin ja da gerade hingerannt. Okay, dann stelle ich mich einfach gesellig mit zu euch. Time to press ahead. Wirft der eine Bombe alle toll tot. Mm. Jo. Ist doch super. Kannst du deine Krabbe noch was machen? Die ist auch gleich noch dran, ne? Ja, aber die kann. Die kann was. Tanzen im Dunkeln. Sollte, glaube ich, nicht durchs Feuer laufen. Deiner ist tot. Ja, nice, noch einer. Oh, das Feuer hat ausgegangen. Ist doch gut. Ja, aber ich habe sie beide getroffen. Also beschwer dich mal nicht, Alter. Nein, hey, keiner beschwert sich hier. Entspann dich. Jetzt kann die Krabbe aber durchrennen. Ja, lass ja, die Krabbe. Na, rennen. Das war doch der Plan. Na, dann let's go. Was muss die Kamera jetzt? War ja uns doch vorher in dem Plan, ey. Na, ich musste doch erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Nee, aber ich komme nicht dran vorbeigelaufen. Nee. Okay, nee, schade. Ich komme nicht zwischen euch durch. Mit der Krabbe. Ja, dann bleibt die dahinter. So. Aber ich glaube, er wird Shaolin anschießen. Ja, kann er. Ja, der hat ja keinen Bogen, der hat einen dicken Keule. Aber der kann gerne kommen, ich bin jetzt dick. Weil er kriegt doch die Fresse. Dickig. Du wirst gleich wieder gefokust von denen. Warum? Oder Ecke. Ja, du bist immer gefokust. Okay. Komm mal. Drin hier. Okay, jetzt bin ich am Zug. Ja, ich auch, darf ich? Na, du bist so lustig, dass sich der Zwerg groß macht, ne? Das ist. Hat was. Mach ihn weg. Ja, warte mal kurz, was kurz ist. Jo, alles klar, weiß. Und schlaf schön später. Nicht erreichbar, du müsstest erstmal weggehen, glaube ich. Also geh mal weg mit dir. Okay. Ich hab schon ihn. Den Punkt nicht erreichbar, hä? The priestess is slain. And the horde is weaker for it. Ja, nice. Den nehme ich, gucken. Will jemand bei Yuzen mal gucken? Stufenaufstieg mäßig. Wieso? Mach das doch gerne. Also ich kenne mich mit Kriegern nicht wirklich aus. Ich auch nicht.
Und looten müssen wir ja auch noch, bevor wir uns verkrümeln. Ich hab einen Zauberspruch. Weil theoretisch die ganze Halle hier vorne können wir alles looten, bevor wir hinten rauslaufen. Denke ich. Oder? Okay, ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz zum Klo. Bin ich dabei. So, was sagt da meine Freunde? Looten und abhauen oder? Nee, wir reichen beim Leveln. Lass uns erstmal leveln, bitte. Okay. Aber dann. Open up. Oh, Jusen, du könntest bei deinem Talent aber auch schwer gerüstet nehmen. Kannst du schwere Rüstung tragen? Ich hab, glaube ich, schon ausgewählt oder kann, nee, kann ich mir zurückgehen? Ich habe schon was ausgewählt. Kleriker habe ich genommen. Ja, das hast du dreimal gesagt, aber. Jusen macht mal einen Stream auf und David guckt dir zu, oder was macht ihr gerade? Kleriker, okay, das habe ich. Pfeile ausgewählt. Ich mach grad gar nichts. Ich loote hier in dem Raum, wo wir gerade sind. Light on my feet. Something good here, I hope. Die Klasse hinzufügen. Ja, geh mal um da noch mal drauf. Okay. Du kannst jetzt noch eine Klasse aussuchen. Ich konnte die ganze Zeit immer Klassen aussuchen. Bin immer von Klasse zu Klasse gewandert. Zuerst war ich Barbar, dann war ich Kämpfer, dann war ich Paladin. Jetzt kann ich mir eine neue Klasse aussuchen. Das war ein Kleriker. Okay. In dem Fall sind wir bei hier, die ganzen Dinger, die ich hier habe. Das ist schon ziemlich geil. Hallenschutz, sie ist das, da habe ich das genommen und dann war ich hier bei Zaubertricks. Jetzt war ich gerade bei Domäne. Okay, du machst das schon. Ja, siehst du mich durch, oder was? Ja, alles gut. David, denk bitte ans Team. Einfach nur, du machst das schon. Wenn ich könnte, würde ich ja reingucken. Es geht darum, dass ich viel aushalte und mich selber auch heilen kann und auch Gegnergriffe ausweichen kann. Darum geht es ja auch ein bisschen, oder? Never a dull moment. Wo mache ich das denn mit dem Stufenaufstieg überhaupt? Da unten. Ey, es gibt so viele krasse Talente, die ich hier machen könnte. Oh Mann. Leute, bis ich mich da durchgeklickt habe, Alter.
Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich bin bei mir auch total überfordert. Ich soll alles nehmen. Na Mann. Ich könnte auch so vieles lernen jetzt, ne? Überlege gerade, was am nützlichsten jetzt am Anfang ist. Also ich könnte jetzt mittlere Rüstung lernen. Dann wäre ich geübt in mittlere, also könnte ich mittlere Rüstung tragen. Ich könnte aber auch leichtfüßig werden. Damit würde ich nochmal 3 Meter mehr laufen können. Ich könnte mich nach, also von Gegnern wegbewegen, ohne dass die mich angreifen. Und ich habe keine Nachteile durch schwieriges Gelände mehr. Das ist eigentlich ultra krass eigentlich. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ich kann aber auch 2 Waffenkämpfer machen, dann könnte ich, da kriege ich ein +1 auf meine Rüstungsklasse, wenn ich in beiden Händen eine Nahkampfwaffe führe. Und ich kann mit 2 Waffen kämpfen, die nicht leicht sind. Also ich kann auch quasi mit 2 normalen Schwertern kämpfen. Oder mit einer schweren Waffe und einer leichten kann ich auch kämpfen. Wäre natürlich auch cool. Ja, ich nehme aber, glaube ich, dass ich hier die Zauberspells erlerne. Da kann ich, glaube ich, öfters teilen. Ich kann auch Schauspieler lernen. Da ist mein Charisma um 1 erhöht. Also kriege ich ein +1 auf Charisma und meine Täuschen und Auftretenwürfe kriegen meinen Übungsbonus dazu. Oh. Okay. Ich weiß auf jeden Fall auch noch nicht, was ich machen soll. Also ich muss da, denke ich mal, auch noch mal so reingucken. Weil das ja recht schwer sich zu entscheiden, finde ich. Oh, ich könnte jetzt. Ach so, das. Ich hab mir jetzt erstmal drauf geklickt. Kann er ja jetzt auch was von denen. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Also es sind viele Sachen hier, wo ich sage, boah, jo. Würde ich nehmen. Da verstehe ich dich, Diggi. Ich glaube, ich nehme. Also ich schwanke jetzt zwischen diesen 2 Waffenkämpfer. Ist echt schwer. Boah, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Meister der Kampfkunst. Erlerne 2 Manöver der Kampfmeister-Unterklasse. Unterhalte dazu einen Überlegenheitswürfel. Ja. Da sind so viele Sachen bei dir. Alter, Alter. Ja. Auch eine Überlegenheitswürfel. Nach einer kurzen oder langen Rast erhältst du deinen Überlegenheitswürfel zurück. Deine Überlegenheitswürfel sind W8. Du hast davon einen. Auf Kämpferstufe 10 werden diese Würfel zu W10. Sie dienen deinen Kampfmeistermanövern und werden verbraucht, wenn du sie nutzt. Verbrauchte Überlegenheitswürfel erhältst du zurück. Alter Falter, verbraucht eine Aktion und eine Reaktion, um einen Verbündeten anzuweisen, auf einen Gegner einzuschlagen. Der Verbündete verwendet sofort eine Reaktion. Abend. Oh. Ah, sorry. Hello. Haltet ihr denn davon, wenn ich dann einfach die schwere Rüstung nehme?
Kannst du die tragen oder was? Ja, weil, weil könnte, man sich ja ein Talent aussuchen kann. Ja. Ja, wirklich. Aber wir machen leider auch gleich Feierabend. War schön, dass du da bist, aber genau mehr oder weniger zum Ende hin. Oh, ich kann ja mal gucken, was. Aber ich kann mich halt. Ich weiß nicht. Ich glaube, da gucke ich die Tage nochmal und entscheide mich dann, was ich wirklich nehme, weil. Ja. Nee. Boah. Ist mir dann doch. Ja. Ich habe doch bis jetzt immer das Problem, dass ich nicht im Vorteil bin gegen die Gegner. Um meine krassen Angriffe zu machen, weißt du? Hm. Und mit Meister der Kampfkunst könnte ich Finte lernen. Da kann ich mit einer Aktion und einer Bonusaktion ein Ziel angreifen und dabei im Vorteil sein und zusätzlich 1d8 Schaden machen. Ja. Wäre schon nice. Also, das wäre schon echt heftig. Ja. Ja, du. Ja. Tut mir in dem Fall denn sehr leid. Entweder guckst du dir den Stream nochmal von vorne an gleich. Oder wir werden dann erst spätestens nächste Woche Dienstag weiter streamen. In dem Fall, weil wir am Donnerstag wieder Scum spielen werden ab 19 Uhr. Oder? David? Wann? Donnerstag? Ja. Ja. Juse sagt bestimmt auch ja. Ja, na Logo. Na, alles klar. Ah, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Er sagt gerade, der erste Streamer, wo er einen Vierer-Trupp sieht. Aha. Aber nur mit der ganzen Verwirrung macht das ja irgendwie am meisten Spaß. Man hat halt alle Emotionen bei, würde ich sagen, wenn man zu viert spielt. Maximal, ja. Ja. Ah, das ist ja echt krass, Alter. Boah, jetzt struggle ich ja richtig. Ja, ja. Nee, aber... Ja. Also, Pilot, du liest ja bei dir jetzt sowieso nicht, ne? Du lässt dir ja Zeit. Ja. Also, wie gesagt, ich kann ja Meister der Kampfkunst lernen, ne? Mit Finte. Also, dass ich im Vorteil bin und so. Mhm. Und dazu kann ich noch lernen Doppelschlag. Also, das, was Jusen macht quasi, ich kann zwei Gegner gleichzeitig angreifen. Mhm. Da glaube ich auch ganz praktisch. Genau, also die beiden Sachen kann ich jetzt auf einmal lernen. Oder ich nehme leichtfüßig. Damit kann ich 3 Meter weiterlaufen. Ich bin gegen diese Gelegenheitsangriffe von Gegnern immun. Also ich kann quasi ranlaufen, angreifen, wieder wegrennen, ohne dass die mich angreifen. Auch geil. Und ich habe keinen Nachteil bei schwieriges Gelände mehr. Aber ja, du bist ja meist mit mir vorne, also wegrennen würde ich nicht nehmen. Die kommen meistens auch zu dir gerannt. Also da würde ich auch schon eher, dass man zwei angreifen kann oder nicht. Ja, finde ich auch. Kannst du den Angriff nicht sogar noch stärken, dass du eventuell dann vielleicht zwei fast one-shotten kannst? Also leichtfüßig soll sehr gut sein. Habe ich so gehört. Ja, sieht schon echt krass aus auf jeden Fall, ja. Aber ich würde lieber sagen, so zwei gleichzeitig ist besser als das andere. Ja, ist halt die Frage, wenn du dich halt vorher unsichtbar machen kannst und dann zwei angreifst, dann... Im besten Fall zwei auf jeden Fall mal ausgenommen. Das stimmt. Es gibt viele Manöver, die man daraus bauen könnte, würde ich sagen. Also ja, aber mit dem Weglaufen hättest du natürlich keine Schwäche mehr und du willst ja eigentlich nicht. Weißt du, wenn sie dann wieder zu dir rennen, dann kannst du wenigstens abhauen.
Beides seine Vorteile, ja. Beides seine Vorteile. Mit dem Finte kann ich aber den. Also, ich habe ja bis jetzt immer das Problem, dass ich halt nicht in Vorteil komme gegen die Leute. Um meine Schurkenangriffe zu machen, wisst ihr? So, ja. Dann hast du wieder Vorteile, weil. Egal welches Gelände ist. Genau, ich kann halt mit Meister der Kampfkunst kann ich halt Finte lernen und kann halt im Vorteil gegen die Leute angreifen. Das heißt, ich kann meine krassen Schurkenangriffe machen mit Finte. Und bewirke noch ein zusätzlich D8 Schaden. Ich weiß es auch nicht. Ich frage mir das halt die Frage, ob es halt mehr Richtung Schurke, wie er wirklich ist, im Hintergrund verteidigen, wegkommen, hinkommen oder ob es halt eher auf Schaden gehen soll. So sehe ich das jetzt. Ah. Naja, im Moment. Weiß nicht woher. Im Moment kämpfen wir ja tatsächlich viel in so engen Räumen und sowas, dass man gar nicht groß weglaufen kann. Ja. Also ich glaube, momentan hilft uns das mehr, wenn ich mehrere Gegner angreifen kann und sicher Schaden mache, oder? Ja. Sehe ich auch so, ja. Ja, nur das Problem ist halt immer, wenn wir gegen 6-7 kämpfen müssen, dann wird es halt immer schon schwierig. Ja, aber da kann ich auch zwei gleichzeitig angreifen. Und wenn ich das auch kann, hätten wir vielleicht Tiere weniger. Genau. Im besten Falle. Ja. Ja. Naja, wie gesagt, wenn du das auch noch mit deinem Heimlich-Dings anbuffen kannst, wäre ja richtig. Ja, noch das wäre episch dann, ja. Ja, ich glaube, ich probiere das mal aus. Mit der Kampfkunst. Das wird ja nicht das letzte Talent sein, was ich lernen kann. Hoffe ich. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Stufen vor uns. Ja. Na gut, aber da würde ich sagen, haben wir viel geschafft. Okay, dann nehmen wir das. Back. Nächstes Mal weiter. Genau. Jetzt habe ich. Ich mache mich auf jeden Fall nochmal schlau, was ich mache für meinen Stufenaufstieg. Und dann schaue ich mal. Ich belese mich da lieber ein bisschen. Ich habe ja ein paar Tage Zeit, bis wir weitermachen. Und dann schauen wir einfach mal. Also nächsten Dienstag geht es hier auf jeden Fall spätestens weiter. Wenn ihr da informiert sein wollt, dann. Bei Instagram und Facebook sage ich euch Bescheid, wenn wir zwischen Dienstag und Donnerstag mal streamen sollten oder halt auch davor oder danach. Sonst schaut immer gerne beim Schachschaulin rein. Der streamt auch mal zwischendurch. Danke. Und sonst checkt auch ganz gerne unseren YouTube-Kanal aus, oder was, Alex? Ja. Unbedingt. Ja. Ist verlinkt. S&G präsentieren. Gerne reingucken. Da werden auch mal, andere Spiele gespielt. Eigentlich großteils das, was wir auch streamen. Aber könnt ihr gerne mal reinlunchen. Und dann sehen wir uns spätestens am Donnerstag hier mit David und Jusen und Lars in Scum. Und dann schauen wir mal. Ist ja nicht, was du noch so treiben wirst die Woche. Alex. Wahrscheinlich mal irgendwann The Witcher streamen. Demnächst. Da lasst euch mal überraschen. Ja, ist schlecht planbar. Also morgen bin ich auf jeden Fall nicht da und dann wahrscheinlich Donnerstag mal gucken. Ihr werdet das ja sehen. Wenn ihr ihn abonniert habt, dann ist halt so einfacher. Kriegt er die Benachrichtigung, wenn er halt online geht. Also. Attacke und so. Jusen nochmal ausgerastet. Denn, ich hab mich gehalten, aber kurz. Ja. Und Tess hat mich hingesetzt. Heini fein. Hast toll Sitz gemacht. Danke, Mann. Naja. Delph müsste ich auch mal heilen. Aber gut, schönen Abend euch. Schon. Haut da rein. Genau. Bis deine Antenne. Schlaft schön. Danke für Zuschauen. Danke für dabei sein. Danke für Nachgucken. Und für auch alles andere. Sag bye bye. Ja, danke auf jeden Fall. Vielleicht bist du beim nächsten Mal auch wieder dabei. Würde mich freuen. Hau rein.